und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 3. So, jetzt haben wir gerade den Franz Zander ausgewählt. Schauen wir mal. Bedürfnisse passt. Die muss aufs Klo, Hygiene, Hunger. Na, Qualität schlecht, nee, das ist immer nicht mehr. Er duscht. Fertig, okay. Georg, nein, du machst jetzt mal kein Wassereis. Sondern Mittagessen, Macaroni mit Käse, bitteschön. Zukunftsvorhersagen lassen. Sims lieben gutes Essen. Möchtest du mehr über das Einkaufen von Lebensmitteln erfahren? Später vielleicht mal. Airdrop Record. Okay. Georg ist ein begabter Koch und sollte seine Kochfähigkeit somit in 0, nichts perfektioniert haben. Fahr mit der Maus über den Eintrag, über die Einträge in der Simologie, um die Vorteile der einzelnen Merkmale zu erfahren. Okay. Ja. Sie ist jetzt mal ins Klo gegangen. Und ist ein Apfel, dann nimmst du mein Bad. Okay. Perfektion, okay. Sehr. Geiler Drift, ja, okay. Und herzlich willkommen hiermit bei den Franz Zander Let's Plays. Und was spielen wir denn heute? Heute spielen wir mal ein schönes EA Promotion Game. Das sieht mir nach Need for Speed aus. Ja, das klappt ja schon mal richtig gut. Ja. Alles klar, gut. Jetzt mach ich mal Franz, mach mal ein kleines Päuschen. Schreiben. Roman beginnen. Du schreibst jetzt mal einen Roman. Tagträumer, okay, das passt auch. Karl. Du, Karl, du hast doch deinen eigenen Computer. Karl, da. Mehr. Computer spielen, du spielst mal mit deinem eigenen Computer. Okay, das passt auch. Wettermäßig ist es mal wieder beschissen bei uns hier in Puckenhausen. Sie, was macht sie? Sie ist mit dem Baden fertig. Wo hat Georg jetzt? Öffnen. Nichts drin. Abendessen. Herbstsalat. Okay. Aufräumen.
Wer schaut hier Fernseher? Fernseher schauen tut keiner. Okay. Reinigen. Wer hat da ins Bad einen Teller abgestellt oder war das jetzt nur ein Grafikbug? Ja, nur ein kleiner Grafikfehler. So, schauen wir mal. Informationen. Okay. Später. Wenn du mal Zeit hast, Vanessa, könntest du auch mal die Geschirrspülmaschine einschalten. Und was ist jetzt mit dem Spiel schon wieder los? Scheiß Framerate. Ja, du machst mal die Wäsche sauber. Karl, mach ich jetzt mal ein Wassereis. Er spielt und er schreibt an seinen Roman. Warum packt ihr immer eure Instrumente oder das, was ihr spielt oder nehmt, in eure Tasche rein? Nee, aber so, was hier, Feuer entzünden noch. Und dann könntet ihr auch da mal alle ins Bett gehen, wenn ihr müde seid. So, drehen wir mal die Energie ein wenig nach unten, dass es schneller geht. Ihr stellt es wieder hin, dass Schlafen. Du machst jetzt mal nichts mehr, sondern du schläfst jetzt mal. Und Karl, du liest nicht, sondern du schläfst auch. Ja, so. Jetzt schlafen gleich alle. Passt. Von der Ausstattung passt jetzt mal alles soweit, so gut. Haben wir noch alte Zeitungen? Schauen wir mal hier hinten, was hier hinten los ist. Hier, da ist ein Edelstein, das sind Wildblumen. Okay. So, Licht. Automatisch alle Lichter ausschalten. Alle Lichter ausschalten, bitteschön. Weil ihr sollt schlafen. Franz, du sollst auch schlafen. Nicht noch stundenlang vor deinem Computer hängen. Jetzt brauche ich ab. Erbsalat wird auch nicht mehr gegessen. Ich schütte dich jetzt ein bisschen.
So. Wir schlafen alle schön brav. Was machen wir jetzt in der Zeit, bis sie wieder wach sind? Weil die lasse ich jetzt mal alle schön ausschlafen. So, drehen wir ihnen mal die Laune ein bisschen ab. Auch noch nicht auf, so, ja. Auch noch ein bisschen runter und dann haben wir hier schon wieder. Herbst haben wir auch schon wieder mal und in 7 Tagen ist Winter. Und in 2 Tagen ist wieder Vollmond. Irgendwas getan wegen dem Herbst. Schauen wir mal auf die Kartenansicht. Was ist hier los? Sommerfest? Nee. So, lala. Sodali. So. Nichts Besonderes. Aber ja, du suchst meine Arbeit und zwar. Und zwar machst du mir die Feuerwehrkarriere. Ja. Deine Feuerwehrkarriere ist doch anstrebenswert für dich. So, was hast du für einen Wunsch? Fähigkeit Schlagzeug lernen? Nein, glaube ich nicht. So, und du gehst jetzt mal schön zur Feuerwehr, die anderen schlafen noch. Hunger, passt. Brauchst jetzt nichts essen. Wann wird unser Franz erwachsen? Wie lange hat er noch? Bis zur Alterung 8. Dann ist er ein junger Erwachsener. Und dann werde ich ihn ausziehen lassen, eine kleine eigene Bude machen für ihn. Und dann wird es auch ein richtiges Let's Play, nur noch mit einem Sim. Weil mit 4 Sims ist es schon ein bisschen aufwendig, weil da kommt man nicht so voran. Das ist wirklich, wenn es man richtig spielt ohne die Nutzung des Enras, hat man wirklich fast ein Mikromanagement zu tun. Halt Klo gehen, essen, schlafen und sowas. Und darauf habe ich keinen Bock bei 4 Sims, weil ich will ja auch ein bisschen drankommen, auch ein bisschen vorankommen, nicht immer auf der Stelle treten. Und so, wo gehst du jetzt hin? Zeichentisch, okay. Das ist eine Werkbank. Der Tautü 4000.